Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Wenn ein Träger die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Ego ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf, ihr beide. Ach du Scheiße. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Also war sie die Einzige, die es nicht wusste. Das ist ja scheiße, ey. Ja, das ist halt auch ein super krasser Vertrauensmissbrauch. Hergehört! Oder Bruch. Der Graf von Aal hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Also warum? Also warum sollten sie die ganze Stadt säubern? Was ist die Idee dahinter, eine ganze Stadt leerfegen zu lassen? Das hat ja keinen Mehrwert, oder? Kein Grund zur Panik! Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle! Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Wo keine Einwohner, da keine Ratten. Der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Glaubt ihr echt? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie also hin.
Ja, aber du kannst auch nicht König sein, wenn es kein Volk gibt, über das du regierst. Also du kannst ja nicht König über eine leere Stadt sein. Hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Da wären wir. Gut. Was möchtest du denn da regieren dann? König über etwas, das keinen Wert hat, nennt man verarmter Adel. Echt? Du wolltest, dass ich Magister Vaudor nach der Insel frage, wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Süßi. Hallo, Mario. Die Makula ist diese Krankheit, die ihr kleiner Bruder hat. Diese Dinge, die man auch, das sieht man ja auch überall an seinem Gesicht. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Ich glaube, die Logik funktioniert nicht so krass in diese Richtung. Wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Da ich glaube, wir. Die Logik ist Wo eher... Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Wenn es wir ist noch da. Zum Glück. Kein Töten, töten sie uns vielleicht. Ja, stimmt. Warum habe ich das Gefühl, dass Lukas sterben wird? Nein. 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 Ich weiß, dass ich hier in der falschen Seite bin, aber ich werde das aufnehmen. Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Laut Plinus dem Älteren stammt der Name dieser Pflanze ursprünglich von Gentios ab, dem letzten illyrischen König, der ihre besondere Heilwirkung bei der Reinigung seiner Wunden bezeugte. Die Wurzeln einiger Arten dieser aus dem Alpen stammenden Pflanze werden zu einem süß-säuren Likör verarbeitet, der wegen seiner reinigenden und belebenden Wirkung als Aperitif getrunken wird. Als Königin der Berge steht ihre leuchtende, kräftige Farbe für Kummer und Schmerz. Wer einen Enzianstrauß verschenkt, drückt damit eindeutig seine Verachtung aus. Oh, das ist aber nicht schön. Ich finde Enzian echt toll. Ich finde den zweiten Teil sehr, sehr gut, Mario Hartmann. Ich kann schwer sagen, ob ich den ersten oder den zweiten Teil besser finde, aber ich finde, dass die Geschichte nicht nachgelassen hat. Also er hält auf jeden Fall mit dem ersten easy mit. Ich finde beide sehr, sehr gut. Achso, wartet mal, ich wollte nur gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ein Boot nehmen können. Das wäre ja auch einfach viel zu leicht, wenn wir hier ein Boot nehmen und einfach rüberhudern würden. Stattdessen dürfen wir natürlich durch die rattenüberseuchte Stadt gehen. Dankeschön, Leonidas, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Das ist der zweite, genau. Und ich weiß nicht, ob der erste oder zweite mir besser gefällt. Und dankeschön, dankeschön. Na los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem.
die ist schon sehr zynisch. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar. Öffnet das Tor. Geht in Stellung. Hey, Neulinge. Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Kommen wir aufs Beste. Los. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute. Dankeschön, Pfeifenente, für die 28 Monate. Dankeschön. Fast so zynisch wie du. Ich bin noch nicht zynisch. Ich bin doch nicht zynisch. Ich bitte euch. Das war laut. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Also wir müssen uns Glaubst nicht du, nur vorbeischlaufen. Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Wir sollen hier ja nicht nur schleichen, wegen... Wir sollen hier ja nicht nur schleichen, weil da Soldaten den Helm haben, sondern vielleicht auch, weil ich versprochen hatte, niemanden zu töten. Wo zum Teufel kommt dieses Geräusch her? Ich glaube, ich habe was gehört. Da war nichts. Alles sauber. Hier durch. Ja. Das war gar nicht knapp. Ich habe alles völlig im Griff. Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Alter. Scheiße. Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Was? Nein, nein! Sie kommen! Anschieben. Wir können nicht hierbleiben! Bewegt euch! Sie müssen sich beruhigen! Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind nicht weitergehen, Amicia! Oh Gott! Das darf nicht sein! Es sind so viele! Wie sollen wir da durch? Okay. Auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Alter. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Wie viele Ratten wollt ihr? Ja. Imagine, es wäre Geld. Dann wären die einfach alle Dagobert Duck. Es ist beweglich. Ja. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz jemanden antworten wegen dem Termin morgen.
So. So. Ah, wir wollen diesen Wagen haben. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hierbleiben ist der sichere Tod. Weiter geht's nicht. Josephs Boot. Wir kommen näher. Okay, noch ein paar Sachen eingepackt hier an Zeug. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Alter. Alter, wie die sich auch einfach mitbewegen. Ich komme da nicht durch, oder? Ich habe gedacht, ich kann Ressourcen sparen. Okay. Ja, ich sehe ein, es war doof. Ich dachte, ich komme da vorbeigesprintet. Ich dachte, so ein C, den opfer ich, dafür spare ich mal eine Ressource. Aber links sieht sicherer aus. Das war. Das war nicht so smart. Nur den kleinen Zehen, jo. Habe online gelesen, dass in dem Game bis zu 300.000 Ratten gleichzeitig dargestellt werden können. Im ersten Teil waren es nur 5.000. Thea, verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Der Verdünner. Oh nein, sie folgen uns. Macht Feuer. Keine Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. 5000 Ratten auf einmal wären mir aber auch zu wenig. Ja, total. Also 5000 ist ja auch nichts quasi. Das Gulasch ist auch einfach ekelhaft. Von innen abgeschlossen. 5000 Ratten sind ja nicht mal ein ordentlicher Rattentornado. Ich weiß ja nicht. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Recknado. Rednado, nicht Schalknado, nicht Recknado. Ich bin mein Gehirn. Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Okay. Er macht jetzt das obere und wir machen ja, das hier. Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Das ist so eine schlechte Idee. Mal sehen, was der Teer taugt. Ha, es funktioniert. Ja. Das ist alles so eine schlechte Idee.
Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Ich will da nach oben. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Ach, ich hätte einen Topf werfen sollen. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Ja. Aber habe ich noch genug Feuer, ist die Frage. Ja. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Ich habe halt kein Feuer mehr. Weil ich eins verbraucht habe. Blöd. Ich kann halt kein Feuer mehr herstellen gerade. Scheiße. Gibt's hier noch irgendwo Loot? Also hier oben ist Loot. Das funktioniert nicht. Hier, stell noch einen her. Wenn du einen weiteren brauchst, sag Bescheid. Aber volle Konzentration. Ich brauch nicht das. Ich brauch Feuer. Ich glaube, ich muss neu starten, weil ich eins verschossen habe. Weil hier finden wir leider auch keine Ressourcen, glaube ich, mehr sonst. Gibt es nicht Feuertöpfe? Ja, aber ich habe keine Stecken oder so, die ich nutzen kann. Hier habe ich nur so ein Zeug bekommen. Ah, Pain. Pain, das funktioniert auch nicht. Ah, guckst du mal, da hat er mir jetzt ein paar Sachen mehr mit geschickt. Also heißt, er schickt quasi dann alles, was wir in der Theorie brauchen. Und dann darf ich halt nur nicht verkacken. Also haben sie da schon mitgedacht. Was das potenziell passieren könnte. Cool. Oh, du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Ich bin so loot greedy, ne? Aber hier ist eine Kiste. Mal sehen, was drin ist. Und diese Kiste lasse ich mir nicht entgehen. Nee, wir können uns leider keine Fackel gerade bauen. Loot. 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 Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht zu sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Süß. Ich glaube, nachdem du gerade fast gesoftlockt wurdest, durch einen kleinen Fehler, kann man nicht zu greedy sein. Ja, wobei, was heißt fast gesoftlockt? Also, sie haben es ja mitbedacht.
Nur weil ich es nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ja nicht die Schuld vom Spiel, vom Design hier her. Hier durch. Aber ja, ich finde generell nicht, dass man zu greedy sein kann in solchen Spielen. Das passt alles schon. Und jetzt hier durch. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Natürlich, sie sind überall, immer. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Ich schütt ihn vor. Mal sehen, was du bewirkst. Also man muss ja an der Stelle sagen... Wir brauchen das Ding hier. Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Was mache ich denn hier unten im Optimalfall? Also, ich meine, theoretisch gesehen kann ich ja einfach hier Feuer anzünden. Das ist ja erstmal nicht falsch. Wir müssen ja... Das war gerade so ein Brainfart. Ich muss ja erst Teer machen. Das ist ja nur... Das ist ja... Aber... Aber ich verstehe trotzdem nicht so genau, was ich jetzt gerade tun soll. Weil ich kann das Ding nicht drehen. Ich kann auch nicht rübergehen. Ja, ja, aber ich... Ich soll die Zugbrücke runterlassen. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass das da hinten glitzert. Ich bin heute auch einfach... Ich merke, dass ich müde bin. Aber es war auch ein langer Tag. Verdammt! Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz! Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Lass uns nicht drüber reden. Wollt ihr mich jemals wieder fragen, ob ich müde bin? Ich bin müde. Lasst uns nicht drüber reden. Ich bin nicht, also... Es ist nie passiert. Gut, das war nicht übel.
Was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Gut. Jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Alles klar. Ich sag dir Bescheid. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Na gut. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ach, verstehe. Sie ist ziemlich ehrlich. Hey, verpasst das Becken! Mach langsamer! Das war zu weit! Ein Stück zurück! Ja, aber ich kann ihm ja nicht sagen, dass es zurück muss, oder? Hey, lass gut sein. Ja, sofort. Klasse, genau richtig. Ah, ich muss ihm das schon sagen, dass er aufhören muss. Okay. Weil er das quasi nicht sieht. Emily, oder so. Zünden wir das hier auch an. Wird gemacht. Und jetzt muss das nochmal rein. Mensch, Mensch, im Mittelalter hatten die ganz schön fortschrittliche mechanische Konstrukte. Hatten sie. Also das ist sogar möglich. Das ist echt stark, dass du den steuern kannst und ihm sagen kannst, was er tun soll, während du selber gerade eine andere Aktion hast. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt. Lass es. Na gut. Jo, der heißt Lukas mit C wie ich, was ein Ehrenbruder. Und fertig. Zünd es an, Amicia. So. Und dann gehen wir weiter. Lukas, du kannst jetzt. Nein, es ist mir nicht zweimal passiert. Es wäre ja lächerlich, wenn mir das zweimal passieren würde. Hä? Woran bin ich gestorben? Woran bin ich gestorben? Nein, nicht alles nochmal neu. Ach Gott, ich bin so müde. Bitte nicht nochmal alles neu. Ins Feuer gelaufen, ja, aber da war eine Zehenspitze drinnen. Ich muss alles neu machen. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot, wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Zehen sind sehr empfindliche Wesen, Pia. Dankeschön, Seidenkopf-Buffet für den verschenkten Sub. Dankeschön. Leute, ich gehe, glaube ich, schlafen. Also das Spiel ist großartig und es macht unendlich viel Spaß, aber das ist für mich ein riesiges Zeichen, dass ich bei der Situation gerade nicht drüber lachen kann, sondern gerade einfach Verzweiflung verspüre. Und ich gehe, glaube ich, einfach schlafen. Es tut mir mega leid, dass ich heute kürzer da war und dass wir heute nur einen 3,5-Stunden-Stream hatten. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass mein Körper einfach nur schreit und es war heute so ein anstrengender Tag, auch einfach, weil ich, glaube ich, gefühlt das ganze Adrenalin für die ganze Woche verbraucht habe.